Herr Kollege Steinmeier, Sie haben heftig die Regierung kritisiert. Aber was Sie und die SPD anders machen wollen, haben Sie nicht gesagt. Meine Damen und Herren, der G8-Gipfel Deauville steht im Zeichen des Kampfes für die Freiheit. Die G8 muss sich als Wertegemeinschaft, als moralische Autorität verstehen. Die Kraft der Freiheit bricht Bahn in Norden Afrikas und im Nahen Osten. Menschen riskieren Leib und Leben für Freiheit, für Selbstbestimmung. Wir müssen diese Freiheitsbewegung mit aller Kraft unterstützen. Freiheit ohne Marktwirtschaft ist nicht denkbar. Wir müssen und wir können helfen, diese Kommandowirtschaftsstrukturen auf Marktwirtschaft umzustellen. Wenn wir das nicht schaffen, gibt es eine Abstimmung mit den Füßen. Und eine ungesteuerte Migration ist nicht im Interesse der Europäischen Union. Wir müssen rasch Angebote für partnerschaftliche Zusammenarbeit auf den Weg bringen, wie das Bundeswirtschaftsministerium und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit es getan haben. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Stabiler Geldwert ist für die Gerechtigkeit notwendig. Inflation ist eine soziale Ungerechtigkeit. Deshalb muss Deutschland diesen klaren Kurs beibehalten. Der ESB, der Europäische Stabilitätsmechanismus, darf kein neokeynesianischer Weichmacher werden. Und ich erinnere, es war Gerhard Schröder, der den Euro als kränkelnde Frühgeburt bezeichnet hat. Das möchte ich allen denen im Stammbuch schreiben, die uns Europopulismus vorwerfen wollen. Und Herr Schröder hat versucht in seiner Regierungszeit, dass seine Prophezeiung sich erfüllt. Es war Rot-Grün, das die Aufweichung der Maastricht-Kriterien durchgeführt hat und möglich gemacht hat. Und es war Rot-Grün, das Griechenland in den Euro aufgenommen hat. Das ist die Wahrheit. Griechische Maastricht-Berechnungen waren nicht Pythagoras, das war eher Alexis Sorbas. Deshalb gilt es jetzt, Farbe zu bekennen, Partnerschaft auszuüben, mit dabei zu sein, klare Positionen zu beziehen, im Dialog die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Wünsche und die Vorstellungen Realität werden. Dazu muss man aber auch den Mut haben, selbst in Europa Fesseln abzulegen, dass man doch die Behinderungen in der europäischen Entwicklung beseitigt, dass man auch das Beispiel setzt, dass eine Wertegemeinschaft, was die Europäische Union ist, erfolgreich wirtschaftliche Kraft entfalten kann. Wir veranstalten also nach dem Wahlvorschlag der SPD Wahlen 2005 und fragen uns, wäre es zu dem negativen Stimmgewicht, was 2005 durch das Bundesverfassungsgericht moniert wurde, nicht gekommen? Wäre also eine Stimme eines CDU-Wählers in Dresden für ihn negativ gewesen, wenn er nach dem SPD-Wahlrecht abgestimmt hätte? Und die Antwort ist leider ja. Es ist wie wenn Sie zur Reparatur Ihres Autos zur Werkstatt gehen und sagen, ich möchte bitte das schwere Problem am Motor behoben haben. Und die Werkstatt schlägt Ihnen vor, wir machen bessere Scheibenwischer an Ihr Fahrzeug. Wenn wir die Wahl nach dem Wahlrecht der SPD 2005 durchgeführt hätten, wäre die Verfassungsbeschwerde nach wie vor erfolgreich gewesen, weil nach wie vor ein CDU-Wähler seiner eigenen Partei geschadet hätte. Und das verkaufen Sie uns als ernsthaften Beitrag. So lachhaft. Wir wollen das Problem dort angehen, wo es entsteht, nämlich bei der Trennung von Wahlgebieten. Wenn Sie Wahlgebiete trennen, dann begegnen Sie dem Prinzip des negativen Stimmgewichts direkt. Die Linksfraktion hat hier eine Aktuelle Stunde beantragt, die erstens nicht wirklich aktuell ist, sondern sich auf das Fehlverhalten einiger Kassen in den vergangenen Wochen bezieht, das dann nach dem energischen Eingreifen des neuen Ministers Daniel Wahr gleich als eine seiner ersten Amtshandlungen in der letzten Woche bereits abgestellt wurde. Im Ergebnis wirken Sie wie jemand, der auf dem Bahnhof steht und hinter den Zug herschaut. Aber Sie wollten ja auch gar nicht über den Fall sprechen, sondern Sie wollten ja doch einige abstruse Vorstellungen über Ihre Ideen zur Gesundheitspolitik hier uns nahebringen. Der Titel hier Pleiten von Krankenkassen suggeriert dann zweitens, es gäbe da eine Reihe. Es gibt natürlich nur eine. Und wir haben es im Augenblick nur mit der City BKK zu tun. Und wir haben
was die Folgen für die Versicherten angeht, die Sie auch noch angesprochen haben, hier auch den Eindruck gewinnen müssen, da würden fürchterliche Dinge passieren. Natürlich ist das nicht der Fall. Das Gesetz hat davor gesorgt. Allen Menschen wird auch geholfen, selbst wenn sie nicht sich rechtzeitig eine neue Kasse suchen. Insofern bestehen da überhaupt gar keine Probleme. Wir haben das alle einhellig verurteilt als Vorgehen. Es ist originäre Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung, Versicherungsschutz anzubieten. Und es ist auch deren originäre Aufgabe, im Fall einer Insolvenz die Versicherten der insolvent gegangenen Kasse aufzunehmen. Da gibt es überhaupt nichts gegen zu erinnern und vorzutragen. Es sind jetzt hier aber die Vorgehensweisen von bestimmten Krankenkassen und ihrer Vorstände, die wir nicht nur als schlicht rechtswidrig bezeichnen müssen. Denn, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, die Pleite der City-BKK hat sich lange angedeutet und alle Beteiligten, und ich wiederhole, alle Beteiligten konnten sich darauf vorbereiten. Die Krankenkassen und auch die Politik. Interessant ist aber, dass gesetzliche Krankenkassen, die ja bekannt dafür sind, dass sie hohe moralische Ansprüche haben an alle Beteiligten im System, hier die Ersten sind, die dies für sich nicht mehr gelten lassen wollen. Insoweit schließt sich hier die Frage an, wie moralisch und wie solidarisch ist genau dieses Vorgehen in genau diesem Moment. Wir jedenfalls von der Koalition werden das so nicht hinnehmen und es wird dieses Verhalten zu Konsequenzen führen, die wir im Gesetz implementieren werden. Wir werden dabei auch darauf achten, dass diese Konsequenzen auch diejenigen treffen werden, auf die es dabei ankommt, nämlich hier die Vorstände der Kassen und deren Verbände. Wie kann man den ganzen Tag den Lärm einer vierspurigen Straße ertragen, aber nicht für ein paar Stunden das Lachen und Toben von Kindern? Rasenmäher machen Krach, werden aber toleriert. Kindergeschrei nicht. Als Regierungskoalition haben wir versprochen, eine Änderung auf den Weg zu bringen. Dieses Versprechen lösen wir nun ein. Miriam Gruß von der FDP-Fraktion hat dieses in die Koalitionsverhandlungen eingebracht und jetzt ist es Gesetz. Außerdem ist es ein Signal an Familien. Es schließt nahtlos an den Ausbau der Kinderbetreuung der Bundesregierung an. Welchen Sinn würden neue Kitas in Wohngebieten machen, wenn die Kinder nicht draußen spielen dürften? Kindergeräusche stellen im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung dar. Wir wollen nicht mehr unsere Städte nach außen wachsen lassen. Wir machen eine Nachverdichtung nach innen. Das heißt, Wohngebiete rücken immer näher an Sportanlagen, an Kinderspielplätze und an Kindertageseinrichtungen an. Die Spannungsfelder werden schlicht und ergreifend mehr. Und genau dieses Mehr an Spannungsfeldern haben wir in den letzten Jahren an den Klagen gemerkt. Das kommt nicht von irgendwoher. Ich glaube auch nicht, dass wir prinzipiell kinderfeindlicher geworden sind. Ich glaube einfach, dass die Reibungspunkte mehr geworden sind. Und genau weil wir sehen, dass die Reibungspunkte mehr geworden sind, und weil wir sehen, dass sich dieser gesellschaftliche Wandel jetzt nicht aufhört, sondern weitergeht, wollen wir in der Koalition ein Zeichen setzen für Kinder, für Eltern und sagen, sie sind in der Gesellschaft erwünscht, wir sehen die Probleme, wir positionieren uns hier eindeutig und wir möchten dort auch ein Zeichen setzen. Kam dann der Hinweis von den Linken, die sagten, ja, man könne ja dazulernen. Also ich glaube erstens, sie hätten nicht dazugelernt, wenn sie plötzlich gegen die Rente mit 67 wären, aber vor allem ist ja interessant, wie sie das begründen, dieses angebliche Dazulernen. Dass die Bedingungen seien heute nicht gegeben. Da muss man noch mal dran erinnern, wie sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt für die Älteren seitdem, und das ist ja dann nur relevant, seitdem Sie die Rente mit 67 eingeführt haben, Sie waren das, eine Initiative der SPD damals in der Großen Koalition. Da könnte man stolz drauf sein, aber Sie ziehen sich ja da zurück. Nein, was sich seitdem getan hat. In den letzten zehn Jahren hat sich die Arbeitslosigkeit bei Älteren halbiert. Wir haben über 1 Million mehr sozialversicherungspflichtige Stellen. Und in den letzten 5 Jahren, lieber Kollege Schaff, das wissen Sie so gut wie ich, ist eben gerade auch bei den wirklich Älteren, bei den 55- bis 60-Jährigen, bei den 60- bis 65-Jährigen, dramatisch die Erwerbstätigkeit hochgegangen. 35-40%. Vor dem Hintergrund allen Ernstes zu behaupten, die Bedingungen seien jetzt nicht gegeben und sie hätten sich schlechter entwickelt, als Sie damit rechnen konnten. Das glaubt Ihnen niemand. Jeder weiß, Sie wollen einfach nicht mehr dazu stehen, was Sie gemacht haben. Wir sind dafür nicht zu haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Wir wollen, dass Ältere in den Unternehmen anerkannt werden, in ihrer Qualifikation. Auch wir bekennen uns zu dem Instrument der Zeitarbeit. Keine andere Branche hat so viele Arbeitsplätze auch nach der Krise jetzt wieder geschaffen wie die Zeitarbeit. Die Befürchtung, am Ende des Tages oder am Ende einer Entwicklung würden alle Arbeitsverhältnisse in Deutschland nur noch Zeitarbeitsverhältnisse sein. Also die Befürchtung ist wirklich unbegründet. Und das können Sie jetzt aktuell auch schon sehen, wenn Sie sich mal näher anschauen, was im Bereich der Zeitarbeit passiert.
Da stellen Sie nämlich fest, es gibt Grenzen des Wachstums. Die Zeitarbeitsbranche klagt plötzlich darüber, dass sie keine Arbeitnehmer mehr findet. Und warum ist das so? Im zweiten Jahr eines jetzt erfreulicherweise länger andauernden Aufschwungs. Weil die Unternehmen selbst wieder Perspektiven sehen, weil sie in der Lage sind, in der eigenen Stammbelegschaft auch neue Stellen zu begründen und weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vorher in der Krise vielleicht über eine Zeitarbeit versucht haben, die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu schaffen, jetzt die Wahl auch haben. Sie können wieder zu den Unternehmen gehen, die vorher Zielunternehmen der Zeitarbeit gewesen sind. Diese Regierungskoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir in dieser Legislaturperiode, also bis zum Jahr 2013, ein einheitliches Rentensystem einführen werden. Über 20 Jahre nach der deutschen Einheit und über 20 Jahre nach Inkrafttreten der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ist es an der Zeit, dass wir die deutsche Einheit auch im Rentenrecht verwirklichen. In der DDR, erinnern Sie sich, ein völlig marodes Sozialsystem, Altersvorsorge abgeschrieben. Das wurde ersetzt, eine Riesenkraftanstrengung. Die West- und Ostdeutschen haben gemeinsam das Rentensystem, das marode Rentensystem der DDR überwunden und ein gesamtdeutsches überführt. Erinnern Sie sich an die erbärmliche Rentenhöhe in der DDR. 400 bis 500 DDR-Mark durchschnittlich. Zudem war es kaum jemandem möglich, Finanz- oder Sachwerte für das Alter anzusparen. Nach der Wende stiegen die Renten erheblich. Und auch das ist ein Punkt, auf den kann man ruhig mal stolz sein. Und zur Vollendung der deutschen Einheit gehört nun auch, dass wir überall in Deutschland das gleiche Rentenrecht haben werden. Das ist eine Anstrengung, die auch diese Bundesregierung leisten wird. Ich will aber auch sagen, keine Bundesregierung ist dafür verantwortlich, dass wir im Grundsatz diese Unterschiedlichkeit haben. Es ist ein Erbe der sozialistischen Planwirtschaft. Auch wenn die deutsche UN-Millennium-Kampagne über 6 Jahre hinweg durchaus wertvolle Arbeit geleistet hat, um die deutsche Öffentlichkeit mit kreativen Aktionen über die UN-Millennium-Ziele zu informieren und Unterstützung für die Erreichung dieser Ziele zu gewinnen, so brauchen wir heute ganz andere Wege, um die Menschen im Land für dieses wichtige Thema zu gewinnen. Indem Entwicklungspolitik nicht mehr quasi hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern immer transparenter wird, nimmt sie die Öffentlichkeit auch mit. Wir haben ja gestern zum Beispiel im Ausschuss über den Entwurf der Entwicklungskampagne des BMZ gesprochen. Dabei legte Dirk Niebel kein vorab beschlossenes Papier vor, sondern ganz bewusst ein Konzept, das als Diskussionsgrundlage für die kommenden Monate dient. Jetzt hat jeder die Chance, sich bis November konstruktiv einzubringen. Schon jetzt gibt es viele öffentliche Veranstaltungen zu diesem Thema. Und es sind gerade solche Veranstaltungen von Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren, die weitaus besser über die Fortschritte dieser MDGs informieren als teure Öffentlichkeitskampagnen. Am Ende des letzten Jahres gab es insgesamt 780.000 Wohnungen in Deutschland, die leer standen. Tendenz steigend. Das heißt, 3,7%, fast 4% des deutschen Wohnraums waren nicht vermietet. Das ist makroökonomisch ein Problem. Volkswirtschaftlich und vor allem sozial. Von diesen 780.000 Wohnungen sind 380.000 in Ostdeutschland leer. Das sind 6,6% im Vergleich zu 2,7% im Westen. Ich vertrete vielfach die Auffassung, dass wir die Situation 2012 in den ostdeutschen Ländern erneut ansehen müssen, den Abrufungsstand der Mittel betrachten und danach seriöse Entscheidungen treffen. Fakt ist, die Altschulden machen heute gut 20% der langfristigen Verbindlichkeiten der Wohnungsunternehmen in Ostdeutschland aus. Damit gefährden die Altschulden diese Unternehmen nicht. Dementsprechend ist es für eine Fortführung des Stadtumbaus nicht zwingend notwendig, die Altschulden nach 2013 weiter fortzuführen, denn sie werden bis dahin. Mit der Verabschiedung des heutigen Gesetzentwurfs zur Änderung des Lebens- und Futtermittelgesetzes sind wir einen ganz bedeutenden Schritt weiter bei der Umsetzung des 14-Punkte-Planes, den Bundesregierung und die Länder gemeinsam beschlossen haben. Unbedenkliche Futtermittel, sichere Lebensmittel, Transparenz für den Verbraucher. Futtermittel sind Lebensmittel für Tiere. Abfallentsorgung durch den Tiermagen wollen wir nicht.
Aber wir wissen auch, kein Gesetz schützt vor kriminellem Handeln. Kriminelles Handeln muss erschwert werden, deswegen dieser Gesetzentwurf. Wir müssen verantwortlich arbeitende Betriebe schützen. Und das tun wir mit der jetzt eingeführten Meldepflicht für Labore. Wir erreichen ein Dioxinmonitoring, das uns in Zukunft besser in die Lage versetzt, zu beurteilen, in welchen Regionen es Probleme gibt oder nicht. Wie schon der SPD-Antrag, der vor einigen Wochen hier eingebracht worden ist, enthält natürlich auch der Antrag von Bündnis 90 die Grünen einige bedenkenswerte Ansätze. Das ist auch kein Zufall, denn die meisten Themen fußen auf den Ergebnissen, die wir gemeinsam im Unterausschuss Zivile Krisenprävention und vernetzte Sicherheit erarbeitet haben und greifen gewissermaßen auch vor dem, was wir uns vorgenommen haben, nämlich, dass wir im Herbst diesen Jahres einen Bericht vorlegen wollen und natürlich dann auch eine Agenda dessen, was noch zu tun ist, mit beifügen. Wenn auch bei der Aufarbeitung in den vergangenen zwei Jahrzehnten Großes geleistet wurde, besteht auch immer noch ein riesiger Handlungsbedarf bei der Erschließung der Akten. Mit der uns heute vorliegenden Novelle des Stasi-Unterlagengesetzes verlängert die christlich-liberale Koalition eine der wichtigsten Regelungen des Gesetzes bis zum Jahr 2019. Die Überprüfung von Angestellten und Beamten des öffentlichen Dienstes und anderer sensibler öffentlicher Bereiche bleibt damit möglich. Zugleich haben wir uns ganz bewusst entschlossen, den überprüfbaren Personenkreis wieder auszuweiten, nachdem er 2007 eingeschränkt worden ist.